So, hallöchen meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft Let's Plays. Und in der heutigen Folge werden wir viele lustige Dinge tun. Und wenn ich sage viele lustige Dinge, meine ich damit pretty much eigentlich mainly eine Sache. Und das ist erstmal den Cobblestone hier wieder abbauen. Den brauchen wir hier jetzt nämlich nicht mehr. Und auch diesen Cobblestone hier, den brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr. Können jetzt hier unser Portal in aller Ruhe wieder aufschließen quasi. Denn wir müssen jetzt nicht mehr hier alles verbarrikadieren und zubauen. Können uns jetzt hier alles wieder aufbauen. Das habe ich hier alles nur in der letzten Folge oder in den letzten Folgen, Plural, haben wir das hier so zusammengebastelt und zusammengebaut, damit wir hier durch den Nether ein paar Villager transportieren konnten über dieses Schienensystem hier. Sollte euch interessieren, wie ich das wiederum gemacht habe, dann geht doch lieben gern auf das kleine i, das da wahrscheinlich jetzt gerade ungefähr oben rechts am Bildschirmrand erscheint. Da dürfte jetzt gerade so ein i erschienen sein. Und das ist gerade irgendwie aufgeploppt und da steht jetzt wahrscheinlich irgendwas wegen Minecraft-Part, Gerödelheimer, irgendwas. Da habe ich dann jetzt gerade den Minecraft-Part verlinkt oder den ersten Minecraft-Part von, ich glaube, zwei oder drei Parts, in denen ich dieses Schienensystem dann wirklich gebaut habe und dann meine Villager da durch den Nether vom Start-Village, also vom Ursprungs natürlichen oder natürlich generierten Village halt, zu meinem Custom-Village, zu meinem Trade-Hub da rüber transportiert habe. Da habe ich genau erklärt, wie ich das mache, warum ich das mache und so weiter und so fort. Und das könnt ihr euch einfach angucken und dann wisst ihr, wie ich das gemacht habe, falls ihr das schon nicht gesehen habt. Außerdem fängt es gerade an zu regnen. Schon länger her, dass ich mal aktiv mitgekriegt habe, wie es anfängt zu regnen in diesem Spiel. Tatsächlich, muss ich sagen. That's kind of funny. Anyways, ja, das wurde euch dann da oben rechts gerade angezeigt, also auf der Desktop-Version von YouTube zumindest. Ich glaube, auf Handys geht das leider noch nicht, aber auf der PC-Version schon. Und da könnt ihr einfach draufklicken. Ja, was machen wir heute? Heute dürfen wir erstmal nicht resten, weil Monster nebenbei sind anscheinend. Okay. Dann müssen wir das mal eben kurz fixen, I guess, mit den Monstern nebenbei. Das da wird das Monster nebenbei sein. Komm doch bitte rein, Herr Zombie. Das wäre ganz lieb, wenn du einmal reinkommst. Ja, wunderbar. Und jetzt komm sterben. Deswegen habe ich dich nämlich auch reingelassen. Und du sterben gehst, mein Freund. Und jetzt dürfen wir doch hoffentlich schlafen gehen dürfen. Genau, was wir in der heutigen Folge machen ist, jetzt hat er ja seine Freunde gerufen, ne? Jetzt hat er seine Freunde gerufen. Ja, auch das erstmal vielleicht für die von euch, die das noch nicht wussten. Ah, die sind jetzt gerade weggerannt, prima. Vielleicht kommt das ja zurück zur Tür, weil er gerade kurz mitgekriegt hat, dass ich jetzt hier stehe oder was, oder? Ja, die sind halt leider direkt vor meiner Tür, ne? Das ist ein bisschen doof. Muss ich, glaube ich, leider beide auch nochmal töten. Ah, jetzt ist meine Axt auch noch kaputt gegangen, na super. Dann halt mit der Spitzhacke. Auch das geht. Das ist eine Fortune-Spitzhacke. Sollst du vielleicht lieber mit der Diamant-Spitzhacke machen? Die hat zum einen mehr Drop. Meine Güte, wie viele Zombies kommen denn jetzt hier gerade? Das gibt's doch gar nicht immer. Könnt ihr bitte einfach alle euch entfernen gehen? Das wäre ganz lieb. So, wunderbar. Ich höre noch einen. Bitte lass mich doch einfach schlafen, Spiel. Ja, was machen wir in der heutigen Folge? So, um das jetzt mal kurze Kleinigkeit, wir hören uns gleich wieder, wenn ich schlafen gehen darf. Oder zur Not bleibe ich noch die ganze Nacht über wach und schneide es dann raus und so. Kurze Kleinigkeit. Haha, wie ihr seht, ich habe es geschafft. Ich liege jetzt im Bett. Ich habe es gerade irgendwie geschafft, ins Bett mich reinzulegen. Es wurde aber gerade eh schon wieder hell, glaube ich. Anyways, so. Was machen wir in der heutigen Folge? In der heutigen Folge werden wir Folgendes tun. Nachdem ich jetzt ja mein Umsiedelguide abgeschlossen habe, machen wir jetzt eine Fortsetzung von diesem Umsiedelguide. Zumindest noch in der heutigen Folge noch. Und danach machen wir was ganz anderes wahrscheinlich. Aber ich werde diesen Guide noch mindestens eine Folge fortsetzen. Ich suche die richtige Truhe. Die ist es, die Farming-Truhe. Wir werden jetzt uns einiges an Weizen mitnehmen. Zwei Stacks sollten erstmal genügen. Und werden den lieben Villagern jetzt gleich Weizen bringen. Außerdem werden wir, glaube ich, ein bisschen Holz brauchen. Holz, wollen wir Holz? Da nehmen wir schon ein bisschen was raus. Ich weiß nicht genau, wie viel wir dafür brauchen, aber auch Holz werden wir bald brauchen. Ein Leatherhead mit Aqua Affinity und Projectile Protection. Okay, interesting. Wir haben den Zombie gerade gedroppt, der eine. Und wir werden jetzt hier Folgendes bauen müssen. Oder das ist, was ich auf jeden Fall bauen möchte. Ah, wir brauchen ein Bookshelf dafür. Okay. That's good to know. Habe ich noch irgendwo ein Bookshelf rumfliegen? Das ist jetzt hier die Frage. Mal sehen. Sieht schlecht aus, muss ich sagen. Haben wir irgendwie noch Leder rumfliegen oder sowas? Wenn nicht, müssen wir kurz ein paar Kühe abschlachten gehen. Cobblestone aber auch noch dabei. Wunderbar, machen wir eben schnell einfach kurz ein kleines Steinschwertchen. Und dann, ja, ein Stein, nicht Holz. Nicht aus Baum mit Rinde, sondern aus Stein, bitte. Und dann schlachten wir kurz mit dem Steinschwertchen hier ein paar Kühe aus unserer Kuhfarm ab. Das klingt nach einer Idee. Das machen wir eben kurz. Und wenn wir das dann getan haben, werden wir ein paar Bücher binden und werden dann gleich mindestens einen Lektern herstellen. Ich meine nämlich, Lektern ist das richtige Item dafür. Ich kann es vielleicht auch gerne nochmal googeln, bevor ich das actually herstelle. Aber was wir jetzt heute machen werden, ist, wir werden quasi unseren Guide ein bisschen fortsetzen. Jetzt werde ich euch nämlich zeigen, wie ihr euer Custom Village quasi wirklich in Betrieb nehmt. Dafür brauchen wir erstmal, wie ihr gerade gesehen habt, eine Lektern. Oder beziehungsweise wir brauchen dafür erstmal ein bisschen Leder, bitte. Deswegen müssen jetzt leider diese Kühe hier unten dran glauben. Wobei, ich glaube, die beiden könnten wir sogar noch breeden. Die beiden Expertenkühe hier. Was brauche ich denn jetzt? Was brauche ich nicht mehr? Ja, die vier. Die zwei Eier. Eier brauche ich auf jeden Fall nicht.
Die Eier können wir wegwerfen, da können wir lieber das Fleisch mitnehmen. Ihr beiden produziert mir noch einmal kurz einen Nachwuchs. Das wäre ganz lieb, wunderbar. Jetzt geht ihr bitte weg von unserem Nachwuchs, denn der Nachwuchs darf leben, ihr nicht. Tierschützer rotieren und so. Gut, wunderbar. Jetzt gehen wir hier raus und sorgen kurz für ein bisschen Nachwuchs. Also für noch ein bisschen mehr Nachwuchs, damit wir das nächste Mal wieder hier neue Kühe haben. Wunderbar. Das sollte eigentlich auch schon genügen normalerweise. Eine Kuh hatte ich noch, wunderbar. Oder zwei vielleicht sogar. Habe ich noch einen, die ich jetzt hier breeden kann? Ne, haben wir glaube ich nicht. Wunderbar, dann genügt das aber erstmal. Falls ihr euch gerade fragt, was da gerade runtergefallen ist, das sind die ganzen Babykühe. Das ist so ein Kuhfarm-Setup, was ich hier gebaut habe. Anyways, soweit so gut. Das hätten wir. Als nächstes brauchen wir noch ein bisschen was an Sugarcanes. Auch das besorge ich mir eben kurz. Und vielleicht können wir noch ein bisschen was an Weizen zusammenfarmen. Und dann sind wir gleich soweit. Für eine Lektern und so weiter und so fort. Ach, ich habe keinen Platz momentan. Ne? Schmeiß mal die Flints weg. Auch von Flints habe ich aktuell viel zu viele aktuell. Deswegen auch die kann ich in aller Ruhe erstmal wegwerfen. Und dann nehmen wir ein bisschen was an Sugarcanes mit. Wie viel haben wir jetzt? Ja, 26 sollte eigentlich schon reichen. Wir brauchen eh nur drei Bücher, I believe, für einen Bookshelf halt. Wir benötigen bitte einen Bookshelf und dann hätten wir es gleich. Vielleicht habe ich sogar noch unbeschriebene Bücher in meinem Enchantment, kleinen Enchantment-Häuschen, aber egal. Ich ignoriere das mal. Wir bauen einfach jetzt einfach kurz alles from scratch und dann haben wir das gleich alles. Also ich möchte gerne, um mal kurz zu erklären, warum ich das gerade mache mit der Lektern, weil das habe ich noch gar nicht erklärt. Es gibt verschiedene Jobblöcke für Villager. Also die Lektern, also dieses Lesepult, ist zum Beispiel der wahrscheinlich wichtigste Jobblock, arguably. Der arguably wichtigste Jobblock aus einem sehr, sehr simplen Grund, nämlich, oh, hoppla. Ja, gib mir mal bitte alles. Jetzt habe ich einmal manuell draufgeklickt, sonst nicht. So, machen wir so. Das ist arguably der wichtigste Jobblock aus dem sehr, sehr simplen Grund, dass man die Lektern benötigt, um Dingens herzustellen. Ja, Dingens, auf jeden Fall. Um Villager zu konvertieren in diesen Librarian-Job, beziehungsweise in diesen Job, wo die einem enchantete Bücher verkaufen wollen. Oder, was heißt verkaufen wollen, wo sie einem enchantete Bücher verkaufen halt. Was, wie ich ja glaube ich schon angemerkt habe, schon öfters mal, was eben halt der Job ist, den ich brauche. Denn der Hauptgrund, aus dem ich diesen Trade-Up haben will, ist, dass ich ganz gerne einen Villager hätte, der mir Mending-Bücher herstellt, also Bücher, mit denen man Sachen reparieren kann. Also mit Hilfe von XP Sachen reparieren kann. Deswegen hätte ich gerne einen Mending-Villager. Wie war es denn dann? Moment. Andersrum vielleicht? Lektern. Ach, Slabs sind das, okay. Gut, Slabs brauchen wir dafür anscheinend. Wegen den Slabs nochmal ging das so. Ne, so ging das einfach. Okay, wunderbar. Dafür habe ich gerade keinen Platz im Inventar. Ich würde sagen, wir sorgen mal kurz dafür, dass ich ein bisschen mehr Platz im Inventar habe. Dann machen wir weiter. Also mit Lacktans kriegt man zum Beispiel Librarians oder halt generell Villager, die einem buchorientierte, also quasi man kriegt da halt die Gelehrten, sag ich mal, die gelehrten Wissenschaftler. Die gelehrten Wissenschaftler auf jeden Fall, die gelehrten Wissenschaftler. Was ist mit Wissenschaftlern in meinem Kopf gerade falsch? Die gelehrten Villager, die kommen quasi durch Lecterns. Es gibt, glaube ich, hier dieses Ding hier, wo waren wir es? Da vorne, das habe ich bei meiner Farm auch stehen. Da dieser Komposter, diese Kompostbin. Wenn man davon eine aufstellt, wird ein Villager zum Beispiel zum Farmer konvertiert, glaube ich. Mit dem Anvil werden die Villager, glaube ich, zu Schmieden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber am wichtigsten sind mir gerade erstmal die Gelehrten quasi, die einem Karten, Maps und sowas verkaufen und halt vor allem auch enchantete Bücher. Wie gesagt, das ist das, was ich hauptsächlich haben möchte. Und das kann ich Slabs erstellen. Ich habe gerade überlegt, was ich machen muss. So, Slabs. Stellen jetzt einen Lektron her. Wunderbar. Oder auch nicht. Habe ich jetzt schon wieder irgendwas falsch gemacht? Wo ist der Fehler? Spiel. Andersrum, okay. Sure. Meinetwegen auch. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen was an Weizen noch dabei. Den Rest an Holz können. Ja, Holz ist hier. Rest an Holz können wir hier in die Truhe reinschmeißen. Wunderbar. Dann haben wir auch da wieder ein bisschen Platz. Eine Lektern und ich würde gerne noch ein bisschen mehr Weizen, wenn du schon mitnehmen. Denn Villager brauchen meines Wissens ein ganz gutes Stückchen, ein ganz gutes bisschen an Weizen. Um glücklich zu sein, sagen wir mal so. Deswegen würde ich sagen, gehen wir noch kurz auf die Farm. Nehmt noch ein ganz, ganz bisschen mehr Weizen mit und dann zeige ich euch, was ihr da wie machen müsst, damit das sehr weit klappt in eurem Village. Also nachdem ihr dann da, wie gesagt, ihr habt es ja gerade schon gesehen, ne? Bei mir sind überall Türen. Ihr braucht jeweils eine Tür. Mit einem Bett auf der Innenseite und einer Lichtquelle. Also ihr braucht ein Bett, eine Lichtquelle und eine Tür davor. Und über dem Bett darf glaube ich, kein Sonnenlicht runterkommen. Also es muss wirklich quasi ein Haus sein, sage ich jetzt mal so. Ihr müsst quasi wirklich einfach so ein kleines Mini-Häuschen bauen. Und dann passt das. So geht das in a nutshell, I guess. So. That's what you have to do. Und dann müsst ihr halt dem Bildschirm gleich noch Weizen geben. Wie das geht, zeige ich euch. Das ist ganz einfach. Den drückt ihr einfach jede Menge Weizen in die Hand und dann passt das. Dann können sich eure Villager, dann können und dürfen eure Villager fruchtbar sein und sich vermehren, I guess. Sozusagen. Außerdem haben wir jetzt auch ein Schwert dabei, damit kann ich gleich meine die Zombies entfernen, die Zombie-Picklins, die da durchs Portal gekommen sind. Außerdem werde ich mal kurz die Seed-Stacks einfach wegwerfen, weil die brauchen wir jetzt gar nicht mehr. So.
Die kann ich gleich mit dem Schwert auch entfernen. Und ich kann euch theoretisch gesehen, also das werde ich euch nur zeigen, aber ich werde es nicht demonstrieren. Ich werde nur zeigen, wie es theoretisch gesehen geht. Weil man kann auch theoretisch gesehen unliebsame Villager, also wenn ihr einen Villager habt, den ihr nicht mögt, warum auch immer, vielleicht heißt der Klaus und ihr mögt Menschen, die Klaus heißen nicht, keine Ahnung. Nee, aber vielleicht hat er irgendwie einen Beruf, der euch nicht gefällt und der blockiert irgendwie Platz in eurem Village. Und ihr würdet ihn lieber entfernen, wobei ich glaube, man kann einfach Jobs so lange rerollen, bis sie, also in der neuesten Minecraft-Version, soweit ich es richtig in Erinnerung habe, bis sie den Job haben, beziehungsweise die Items euch anbieten, die ihr haben wollt. Deswegen, das ist, glaube ich, gar kein Ding. In der neuesten Minecraft-Version. Aber solltet ihr trotzdem unliebsame Villager haben, kann ich euch gleich zeigen, wie man die quasi problemlos entfernt, weil wenn ihr die einfach totschlagt, bekommt ihr quasi negatives Standing mit dem Village, also quasi die mögen euch dann nicht mehr, die Villager. Und wenn die Villager euch nicht mögen, dann werden sie, ich glaube, traden tun sie noch mit einem, aber dann habt ihr hier, ich versuche gerade irgendwie mit der Maus zu zeigen, eigentlich einen Chat aufmachen hier. Eure Herzen, eure Lebensleister haben dann so böse Gesichter drauf, sag ich mal. Und das heißt einfach, also wenn ihr in der Nähe des Village seid zumindest, das heißt dann ganz einfach, dass die Villager euch nicht mögen. Die denken sich so, ja, der ist doof, den mögen wir nicht. Und wenn dann ein Eisengolem irgendwann spawnt, nein, du darfst hier nicht rein, nur ich darf hier rein, wunderbar. Wenn dann, okay, der Zombie ist draußen gespawnt, bitte. Ja, wunderbar, der ist draußen gespawnt, der kann meinen Villager hier nichts tun. Wenn die sich dann halt denken, der ist doof und ein Eisengolem spawnt. Ah, wir haben noch das Ding noch nicht mitgenommen, das können wir auch mitnehmen hier. Den Stonecutter. Ich glaube, man kann sogar einen Villager zum Stonecutter irgendwie upgraden quasi, indem man hingeht. Und dem lieben Villager. Ich glaube, der Stonecutter-Block ist, glaube ich, nämlich auch so ein Job-Block. Aber not entirely sure. Anyways, ja, wenn die Villager euch nicht mögen, dann greife ich die Eisengolem auf jeden Fall an. Auf jeden Fall an. Deswegen, wird eng gut. So, jetzt müssen wir kurz hier die Picklins entfernen. Bitte am Villager vorbeilaufen, genau. Und den Villager nicht schlagen, nur mich. Also mich am besten auch nicht, aber. Na, bitte nicht den Villager schlagen, das wäre so optimal. Denn die Villager sollen ja noch ein bisschen leben. So ein bisschen Gold hat er und mir jetzt ja auch schon gedroppt, den Picklin. Aber das werden wir erstmal alles ignorieren. Wir werden erstmal kurz uns wieder hochessen. Wo habe ich die Spinne? Ich höre die ganze Zeit hier schon eine Spinne. So, die Picklins habe ich auch schon entfernt jetzt. Wo zur Hölle ist diese Spinne? Auf dem Dach irgendwo? Solange sie nicht hier drin ist, ist alles gut. Anyways, du, Mr. Villager, du da. Komm mal hier. Bleib mal stehen. Wunderbar. Du kriegst jetzt ein halbes Stack Weizen. Ihr schmeißt ihm einfach den Weizen auf den Boden. Und er nimmt das nicht, okay? Genau, bleib mal. Nein, nein, nein. Bleib mal stehen. Bleib einfach mal stehen. Nur stehen, bitte. Ja, genau, du kannst. Prima. Nein. Ich glaube, er mag es nicht, wenn ich. Ich glaube, der möchte ein bisschen Privatsphäre haben, anscheinend. Okay. Aber ich glaube, die Villager sind bei mir noch in der Phase. Ich glaube, wenn sie ein neues Village gefunden haben, quasi, dann haben die am Anfang so eine. Kannst du bitte stehen bleiben? Haben die so eine Art Phase, wo die einfach erstmal genau reden mal miteinander, dann kann ich euch hier heimlich Weizen unterjubeln. Wunderbar, jetzt hat er schon mal 32 Weizen aufgesammelt. Also, sie heben das einfach vom Boden auf. Der bitte auch. Nein. Ja, okay, der kann es auch aufheben. Also, die teilen das auch untereinander, das ist gar kein Problem. Hauptsache, wir haben zwei Villager und die können hier Weizen untereinander teilen. Du kriegst auch noch was. Ja, genau, das ist für dich. Genau, du guckst da schon drauf. Ich habe am Anfang. Die laufen, glaube ich, auch teilweise rüber und sammeln es dann auf, I guess. So. Wo ist der dritte? Dem geben wir auch noch ein bisschen was im Weizen. Auf jeden Fall am Anfang haben die, glaube ich, so eine Einweihungs-. Also, das ist der dritte. Also, einer von denen hat jetzt noch keinen Weizen. Ich weiß nicht, welches genau ist. Ich schenke denen übrigens gerade den Weizen. Ich weiß, man könnte den auch rüber traden, aber. Also, theoretisch gesehen, wenn sie einen richtigen Job haben, entsprechend. Aber es ist. Wie er erstmal aus dem Bett aufsteht, nur um den Weizen aufzusammeln. Ja, du darfst das schon nehmen. Ich schmeiß dir auch auf dein Bett drauf. Gar kein Ding. Gar kein Ding, mein Freund. Bitteschön, auf dein Bett. Wunderbar, er hat es aufgesammelt. Und jetzt haben wir nochmal einen 31er Stack, den gehen wir nochmal an irgendjemand anderen, an den hier zum Beispiel nochmal, um sicher zu gehen, dass wirklich alle hier ein bisschen was am Weizen abgekriegt haben. So. Wunderbar. Ihr gebt denen einfach die Weizenblöcke halt, oder was ist die Weizenblöcke halt, die, ne, den Rohweizen, den können die, also ich weiß nicht, ob die Brote oder Weizen brauchen, so oder so können die aber auch Weizen in Brote konvertieren, also das ist gar kein Ding. Jetzt ist es gerade wieder dunkel, deswegen gehen wir jetzt einfach kurz zurück nach Hause und gehen kurz schlafen. Ich hoffe, ich werde es im Never nicht massakriert von Piglins, weil ich gerade zwei ihrer Freunde getötet habe. Wenn das jetzt hier funktionieren würde wie in so einem Stealth-Spiel, wüssten die Piglins natürlich gar nicht, dass ich einen ihrer Freunde getötet habe oder zwei ihrer Freunde sogar. Die sehen aber. Okay, die mögen mich im Never noch. Ja, ich habe ja alle Zeugen beseitigt quasi. Anyways, ja, ihr gebt denen einfach Weizen. Und dann könnt ihr es ja mit fortpflanzen. Und Ziel und Plan und Sinn der Sache ist natürlich, dass ihr denen halt einfach genug Weizen gebt, dass ihr euer Custom Village quasi repopulaten, beziehungsweise überhaupt erstmal populaten könnt, damit er erstmal Wilder spawnen. Und wenn ihr dann entsprechend genug Weizen ausgehändigt habt, ich glaube, die brauchen irgendwie 10 Weizen oder 20 Weizen, also beide Parteien, also insgesamt quasi 40 Weizen oder 20 oder 40, ich weiß gerade nicht genau, ich habe es gerade nicht auswendig auf dem Schirm, so viel brauchen die, glaube ich, um einen Baby-Villager quasi herzustellen. So viel kostet das quasi. Das heißt, ihr müsst denen ordentlich aus dem Weizen geben und dann können die ein paar, also meine können jetzt theoretisch gesehen, glaube ich, drei oder vier Baby-Villager herstellen, so ist das so ein Dreh. So viel ist da ungefähr drin.
Die müssen um uns auch genug Räume haben. Also sprich, ich glaube, pro Villager brauchen die quasi 3 Häuser. Das klingt sinnfrei, aber so ist es programmiert gewesen. Zumindest damals war es so. Ob es immer noch so krass ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie pro Villager brauchen die 3 oder 4 Häuser. Das heißt, wenn ihr irgendwie 4 Häuser habt, könnte euer Village theoretisch gesehen, hätte das eine Maximalkapazität von einem Villager gerade mal. Wenn ihr nur 3 oder 4 Häuser habt. Was ein bisschen doof ist, aber so ist es leider. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück und dann machen wir da weiter. Wo wir gerade quasi aufgehört haben. Da machen wir es gleich weiter. Aber ja, so Weizen habe ich denen schon mal gegeben, den Freunden. Jetzt müssen wir gleich unsere Lektern noch irgendwo aufstellen, damit unsere Villager gleich auch wirklich einen sinnvollen Job haben, anstatt der nur, aktuell sind es quasi alles Peasants, also quasi, die haben halt quasi einfach alle keinen Job und haben auch keine Trades deswegen. Aber das wird sich gleich alles ändern. Dann gleich platzieren wir den ersten Jobblock mit der Lektern und dann gucken wir mal, ob wir da einen Villager konvertieren können. Normalerweise sollte es klappen. Nach meinem Verständnis und soweit ich weiß. So. Und dann können wir hier gleich unser Custom Village populaten. Etwas, was mich übrigens sehr freuen würde, wäre, wenn ihr meine Abonnentenzahlen ein bisschen populaten könntet. Sprich, wenn ihr mir noch kein Abo dagelassen habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir da einfach mal eben kurz ein Abo da lassen könntet. Das würde mich sehr freuen und auch sehr unterstützen. Deswegen, ja, macht das lieben gerne. Lasst mir lieben gerne einfach mal eben kurz und eben schnell ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Das geht ganz schnell und freut mich ganz doll. Deswegen, ja, macht das so lieben gerne. Das würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, wir stellen die Lektoren einfach mal hier hin. So, normalerweise der nächste Villager in der Nähe hier ist jetzt konvertiert worden, nach meinem Verständnis. Der hier schon mal nicht. Vielleicht muss der auch direkt daneben stehen. Der hier auch nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie groß der die. Noch wurde keiner konvertiert. Möchtest du nicht hier rüberkommen zu der Lektoren und dich upgraden? Genau, gehen wir da rein. Ja, und jetzt hat er sich hier geupgradet, wie ihr seht. Das ist jetzt hier ein. Was bist du? Ein Librarian, das ist perfekt. Das ist nämlich genau der, den ich haben möchte. Wie ihr seht, die verkaufen hier Bookshelves und Enchanted Bücher. Leider brauchen wir, ich glaube, wir brauchen noch einen Farmer eventuell. Also farmen können die natürlich hier nirgendwo. Es ist relativ offensichtlich, dass sie nirgendwo farmen können. Ich habe denen keinen Farmland gegeben. Aber ein Farmer ist trotzdem gut, weil Farmer, glaube ich, Farmprodukte einfach ankaufen. Sprich, Sugarcanes und sowas. Der Klassiker. Man verkauft den Villagern Unmengen an Sugarcanes und gehen dann damit Emeralds und kann dann damit wiederum Sachen kaufen, die man actually kaufen will. Hat er gerade uns geschrieben? Klingt so ein bisschen so, als hätte er hier gerade irgendwie. Aha. Ja. Ja gut. So, soweit so gut. Habe ich einen Stonecutter haben wir theoretisch gesehen, ne? Ich weiß nicht, ob das auch ein Jobblock ist. Wir probieren es vielleicht mal aus. Bist du ein Jobblock? Aha. Da kommt einer angerannt. Ja, das scheint mir auch ein Jobblock zu sein. Das ist ein Mason. Er kauft Clay für Emerald. Hallöchen, ja, das ist doch schön. Also Clay haben wir hier eine Menge. Also zum Beispiel den könnte ich jetzt einfach meinen Clay verkaufen, immer schön. Und würde dann infolgedessen genug Emeralds gehen, um zum Beispiel dann jetzt hier erstmal bei dem Librarian erstmal vielleicht ein paar Bücherregale zu kaufen. Also ich muss ihm einfach irgendwas abkaufen, logischerweise, damit er hier hochlevelt, ne? Und dann anlocke ich da weitere Trades. Ich glaube, das System kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Aber falls nicht, so funktioniert das. Also ihr kauft und verkauft bei den Sachen und mit jedem Trade unlockt ihr quasi den nächsten Trade. So ungefähr war das zumindest damals. Ob es immer noch genauso funktioniert, weiß ich nicht, aber ja. Was auf jeden Fall geändert wurde, ist, dass es halt mit diesen Jobblöcken, ne? Also hier zum Beispiel diese Lektoren, die müsst ihr einfach platzieren, einfach eine bauen und dann platzieren und dann könnt ihr daraus einen Librarian machen. Anscheinend der Stonecutter, der generiert anscheinend Masons, wusste ich auch noch nicht, aber jetzt weiß ich es. Habe ich noch einen Jobblock dabei? Ich glaube nicht. Das sind erstmal die einzigen, die wir gerade haben, I believe. Aber ist ja auch nicht weiter dramatisch. Einen Farmer hätte ich ansonsten vielleicht noch ganz gerne, deswegen, ich glaube, wir werden noch einen Kompostbin uns bauen. Habe ich noch Holz dabei? Ich glaube nicht. Doch, wir haben sogar noch Holz dabei. Dann gucken wir mal kurz, wie man so einen Komposter herstellt. Dann können wir uns auch noch kurz einen Farmer bauen. Oder was heißt Farmer bauen? Farmer generieren. Ach, wunderbar, das kostet nur Slabs. Ja, Slabs können wir ja normalerweise genug herstellen aus dem bisschen Holz hier. Sechs Stück reicht, glaube ich, sogar schon. Ne, einer mehr, glaube ich. Ne? Wie viele Slabs braucht man da? Braucht man da noch einen mehr oben rechts wahrscheinlich? Ja, also müssen wir leider auch den zweiten Holzblock noch konvertieren. So. Jetzt haben wir aber hier genug für eine Kompostbin oder für einen Komposter. Und soweit ich weiß, ist das bei diesem. Moment, erstmal so. Türen hier sicherheitshalber bei meinem Airlock erstmal alle wieder zumachen. Jetzt können wir hier normalerweise in aller Ruhe hingehen. Zum Beispiel in diesem letzten. Aha. Man hört auch schön, wie die immer ihre Jobblöcke nutzen. Also der zum Beispiel nutzt hier, den haben wir gerade gehört, wie das Ding genutzt hat. Der schreibt jetzt zwischendurch immer Sachen. Und der letzte ist jetzt gerade geworden zu einem Farmer, der hier leider nicht allzu viel. Ich bin echt am Überlegen, ob wir den vielleicht einfach wirklich irgendwo so ein bisschen Farmboden. Ein bisschen Farmboden irgendwie hinbauen, damit die hier vielleicht das selber ein bisschen. Farmen können. Da bin ich echt am drüber überlegen, aber
Es würde halt nicht so wirklich in die Optik passen, ne, von dem Trade-Up. So ein rustikales Stückchen Farm hier innen drin, in diesem Hightech-Industrie. In dieser Hightech-Industrie-Area, I guess. Genau, und was ich auch noch zeigen wollte, war ja, wie man die Terrorschüsse tötet und entfernt. Das werde ich, wie gesagt, nicht demonstrieren, sondern nur einmal zeigen. Ich habe hier ja auch ein Feuerzeug. Hat er was reingegeben gerade? Nee, okay. Der macht nur lustige Geräusche, I guess. Wie ihr seht, ich habe hier einen Flint und Steel, also ein Feuerzeug. Und ihr seht wahrscheinlich schon, worauf das hinausläuft. Wenn ihr jemanden oder eine Entity, also ein Lebewesen in diesem Spiel, mit Rechtsklick mit dem Feuerzeug einfach anklickt, dann zündet ihr den an. Allerdings gilt auch das als aggressive Aktion. Was allerdings als zufälliger Unfall in diesem Spiel gilt, weil natürlich ist es ein zufälliger Unfall und da könnt ihr ja gar nichts für, ist, wenn zum Beispiel, wenn jetzt hier ein Villager steht, wenn ich den Block unter ihm anzünde und er dann dadurch aus Versehen, sehr dick geschriebenes aus Versehen, in sehr dicken Anführungszeichen, wenn er dadurch aus Versehen in Flammen aufgeht und dann aus Versehen am Feuer stirbt, dann habt ihr damit natürlich nichts zu tun, denn er ist ja aus Versehen in einen brennenden Block reingelaufen, der aus Versehen direkt unter seinen Füßen in Flammen aufgegangen ist, was natürlich aus Versehen passiert ist, weil ihr ganz aus Versehen mit dem Feuerzeug gestolpert seid. Das war natürlich keine Absicht, ne, ist ja klar. War ja nicht eure Schuld, dass der Block aus Versehen an. Ne, ihr versteht's. Also, wenn ihr den Block unter dem Bildschirm einfach anzündet und das zur Not müsst ihr, glaube ich, zwei oder drei Mal in der Regel machen. Wenn ihr das also ein paar Mal gemacht habt, dann ist das in der Tat so, dass ihr da nicht als der böse Killer geltet, sondern. Ja, ne, wie gesagt, das passt dann einfach. Das gilt dann als Unfall und ihr kriegt keine Minus-Karma-Punkte quasi. Ich bin übrigens ein bisschen überrascht, dass diese Villager hier tatsächlich bisher ja noch nicht versucht haben, Nachwuchs zu produzieren. Die haben eigentlich genug Weizen. Ich könnte natürlich mal im Wiki nachgucken, ob die actually Brote brauchen oder Weizen. Es kann sein, dass man denen auch direkt Brote geben muss, aber soweit ich weiß, weil die halt auch selber farmen können, deswegen die können sich auch von alleine quasi sustainen, wenn du denen halt Farmplatz gibst, was ich jetzt hier nicht getan habe. Die können meines Wissens auch aus Weizen zur Not Brote craften, wenn sie Brote brauchen. Dafür, okay, ich sneake gerade mal ein bisschen rum. Aber ich glaube, die sind immer noch nicht, das Ding ist, die sind einfach generell noch nicht so ganz fertig mit dem Village. Und es kann sein, dass die eine bestimmte Tageszeit haben, zu der die sich quasi fortpflanzen. Wie viel Uhr haben wir denn jetzt hier gerade in-game? Wir haben gerade Mittag quasi. Ja, ich glaube, Mittag ist dann schon noch sogar die Uhrzeit, probably. Ich glaube, die sind noch nicht ganz fertig, um das Village quasi zu registrieren, weil die, das ist das, was ich vorhin schon einmal angeschnitten habe. Ich glaube, wenn die in ein neues Village quasi reinkommen, was die jetzt erstmal so. Oh, ein Raum. Okay, ein Haus. Oh, ein. Und das macht die halt mit jedem Raum, bis die einmal durch sind quasi. Deswegen, es kann sein, dass die noch in der Raumfindungsphase sind quasi und sich hier gerade noch am Orientieren sind. Ja, komm da rein. Ja, genau. Nein, nein, du sollst auch da rein. Ihr geht da beide zusammen rein, ihr geht jetzt kuscheln drin. Ihr kuschelt ganz doll, bis da ein kleiner Baby-Villager rausploppt. Na, nein, nein, ihr sollt. Genau, ja. Ich störe euch nicht. Ihr könnt da in aller Ruhe Villager-Dingen nachgehen. Totally not creepily watching from behind the stairs. Aha, der gibt mir das Weizen. Na, ich stehe gar nicht. Du ist alles gut. Ich stehe gar nicht. Also, ich gucke euch gar nicht zu bei euren Dingen, die jeder macht. Ja. Macht ruhig. Ich stehe hinten so mit so einer Videokamera. Also tatsächlich, weil ich nehme es ja gerade für YouTube auf. Und filme die bei ihren täglichen Aktivitäten. Ja. Actually, ich komme mir gerade eher vor wie so ein Tierfilmer. So. Und hier sehen Sie den Villager in seinem natürlichen Habitat. Jetzt sehen Sie zwei Villager, die miteinander reden. Und anscheinend nichts tun, außer miteinander zu reden. Na komm, wo bleiben die Liebesherzchen? Komm. Wir wollen Baby-Villager sehen. Wir wollen Baby-Villager sehen. Na komm, macht schon. Ist natürlich jetzt wieder Vorführungseffekt, aber es ist, also was heißt Vorführeffekt? Das ist aber auch normal, das dauert teilweise einfach ein bisschen, bis die hier zugange gehen, sagen wir es mal so. Das ist einfach so. Das ist einfach Zufall. Da müsst ihr einfach ein bisschen Glück haben. Manchmal dauert es lange, manchmal dauert es nicht so lange. Und ich werde jetzt einmal kurz dem Mysterium auf den Grund gehen. Immer noch nicht dabei, okay. Ich werde einmal kurz dem Mysterium zugrunde gehen, wo die Spinnen sind. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass ich eh weiß, wo die sind. Die sind, ja, genau wie ich es mir gedacht habe, da war ein Creeper. Uiuiui. Aber wir haben hier unten zwei Spinnen. Und die sind unter dem Trade-Hub. Das dachte ich mir schon. Da unten habe ich nämlich nicht wirklich ausgeleuchtet. Wenn ich sage nicht wirklich, meine ich, da habe ich gar nicht ausgeleuchtet. Bitte gib mir keinen Schaden, weil ich jetzt. Genau, wunderbar, weil ich jetzt mit dem Kopf in die Decke reinklippe. Tue ich aber auch gar nicht. Es kann sein, dass die den Weizen uns auch teilweise einfach so verbrauchen und den quasi essen. Aber die brauchen ihn nicht, glaube ich. Also, soweit ich weiß zumindest, brauchen die keinen Weizen, um zu überleben, wie jetzt der Spieler. Also, die haben quasi keine Hungerleiste. Die haben maximal so eine simulierte. Aha. Die gerade zusammen da reingegangen jetzt? Ne, der eine ist hochgegangen. Okay. Aber der hat schon mal seinen Weizen verteilt. Also bald wird es hier wahrscheinlich zugang gehen dann. Würde ich es mal vermuten. Mutig und angstfrei droppt er hier einfach die Treppe runter, anstatt die Treppe runterzulaufen. Okay.
Interesting. Ja, aber dieses Tier wird es dann wahrscheinlich bald zu Gange gehen. Es dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber jetzt haben auf jeden Fall alle drei auch schon mal Weizen relativ sicher. Der eine hat gerade seinen Weizen geschert, damit der da auch auf jeden Fall noch ein bisschen Weizen hat. Und ja, wie gesagt, ich glaube, die brauchen keinen Weizen zum Überleben. Es kann sein, dass die quasi Weizen einfach so verbrauchen. Aber meines Wissens brauchen die keinen zum Überleben. Jetzt gehen die, glaube ich, alle wieder schlafen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Also IRL nicht, aber in-game, weil es ist wieder dunkel. Und dann würde ich fast sagen, ist das jetzt eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um es zu callen für das heutige Video hier. Aber ja, wie ihr seht, das ist ganz einfach. Ihr baut euch einfach ein paar von diesen Jobblöcken. Einfach im Minecraft-Wiki könnt ihr da nachgucken, welches da gibt. Das waren jetzt nicht alle, die es gibt. Also es gibt außer diesem Stonecutter, der Lectern und dem Kompost, da gibt es auch noch ein paar andere Jobblöcke. Ich weiß auch gar nicht, was da sonst noch so gibt. Eventuell gibt es irgendeinen Fishing-Jobblock, glaube ich. Es gibt nämlich, glaube ich, auch Angler-NPCs, also oder Angler-Villager, aber es kann sein, dass es auch immer der Komposter ist. Für Angler, ich habe keine Ahnung. Und noch ein paar andere. Um uns kann die Lectern kann, glaube ich, übrigens neben Librarians auch diese komischen, genau, Kartographer. Oder gibt es ein Kartographers-Table? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall gibt es auch noch Kartographer. Ich glaube, die Kartographer, ich glaube, die kommen auch durch die Lectern. Also sprich, oder Mappers-Table, irgendwie Kartographers-Table, Mappers-Table. Es kann sein, dass sie auch einen eigenen Jobset-Block haben. Ich weiß es nicht. Zur Not, wenn ihr einen bestimmten Villager haben wollt. Also einen ganz bestimmten, den ich jetzt ja gar nicht hatte. Müsst ihr einfach einmal im Wiki nachgucken, im Minecraft-Wiki nachgucken, was der für einen Jobside-Block hat. Ich meine, man kann die Blöcke alle craften. Wenn nicht, kann man vielleicht ein oder zwei nicht craften. Die müsst ihr dann einfach in einem anderen Village einfach klauen oder so, keine Ahnung. Aber ja, damit konvertiert ihr dann eure Villager. So geht das. Ihr müsst die dann einfach ein bisschen füttern mit Weizen, wie gesagt, oder mit Broten. Ich glaube, Brote gehen auch. Aber ich glaube, zur Not Weizen können die auch in Brote konvertieren. Aber ich meine, Weizen war sowieso das Richtige. Die füttert man quasi wie Farmtiere. Die brauchen, glaube ich, nur Weizen und kein Brot. Falls es Brot sein sollte und ich es gerade falsch gemacht habe, dann ist es halt so. Also zur Not guckt euch das einmal kurz im Wiki nach, aber ich bin relativ sicher. Das dürfte soweit dann sein. Ich meine, Weizen dürfte funktionieren. Ich war einfach gerade nur unlucky, dass sie das nicht direkt hier losgelegt haben. Habt ihr gerade selber gesehen. Das sind also alte Koordinaten von den Villages und vom Ziel, die Zielkoordinaten, wo mein Custom Village, mein Trade-Up jetzt ist und so weiter und so fort. Anyways, das wäre es aber erstmal fürs heutige Video, würde ich sagen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen damit, nachdem wir jetzt ja in den letzten paar Parts, nachdem ich da jetzt ja demonstriert und gezeigt habe, wie man Villager effektiv rüber transportieren kann zu ihrer Ziel, zu ihrem neuen Ziel-Village, sag ich mal, oder zu ihrem neuen Ziel-Custom-Village, haben wir in dieser Folge jetzt noch mal kurz angeschnitten und erklärt, oder habe ich es mal kurz angeschnitten und erklärt, wie man dann quasi sein neues Custom-Village auch wirklich in Betrieb nimmt. Wie gesagt, genug Häuser haben, das ist wichtig. Dann die Villager füttern und ihnen dann einfach noch Jobsite-Blöcke geben, damit die euch auch wirklich Trades anbieten können. Und dann müsst ihr einfach nur mit den Villagern traden und dann passt das. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Aber ja, wie gesagt, das wäre es dann erstmal für die heutige Folge, würde ich sagen. Schaltet lieben gerne in der nächsten Folge auch wieder ein. Da werden wir dann wahrscheinlich erstmal nicht mehr zurück zum Trade-Up gehen. Also vielleicht auch doch, ich weiß nicht. Aber wahrscheinlich werde ich in der nächsten Folge, bevor ich irgendwas anderes mache, werden wir erstmal hingehen und werden unsere Hühnerfarm, die sich unter diesem Häuschen befindet, werden die semi-automatisch machen. Da werde ich eine Semi-Automatik einbauen. Auch dazu werde ich einen kleinen Guide machen quasi. Oder auch daraus werde ich einen kleinen Mini-Guide machen. Denn ich glaube, das ist vielleicht auch ganz educational für den einen oder anderen, wie man so eine Hühner-Eier-Automatik baut, I guess. Wie auch immer, das wär's für das heutige Video. Schaltet ihm gerne auch beim nächsten Mal nächsten Mal wieder ein. Ihr könnt gleich auf der Endcard auch einfach auf nächstes Video klicken, wenn es schon online ist natürlich. Dann könnt ihr einfach weitergucken. Da müsst ihr auch gar nicht jetzt irgendwie erst groß auf meinem Kanal suchen oder sowas. Ihr könnt auch, wie gesagt, mich abonnieren. Dann kriegt ihr Upload-Benachrichtigung fürs nächste Video. Weil wenn ihr auf die Glocke kriegt, wenn ihr danach nach dem Abonnieren auch noch auf die Glocke klickt, kriegt ihr uns auch alle Upload-Benachrichtigungen für alle Videos auf diesem Kanal. Und ja, ansonsten würde ich fast sagen, wär's fürs heutige Video. Schaltet ihn gerne beim nächsten Mal wieder ein. Ich wünsche noch einen schönen Resttag und sage schon mal Tschüss aus diesem Video. Oder vielleicht auch bis gleich, falls ihr beim nächsten Tag weiterguckt. Aber aus diesem Video sage ich so oder so trotzdem erstmal Tschüss. Und dann würde ich sagen, auf geht's zur Endcard. Quält euch!